Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Hier in einer dunklen, dunklen Höhle, ganz unten tief unter der Erde, haben wir eine, ja, eine neue Aufnahmesession. So, dann haben wir nämlich auch neue Dailies. Das heißt, wir haben heute schließe ein Event im Savage Divine Region ab, eine Stufe. Baue einen Boden, ein Wand, ein Dach in Werkstätten oder Camps. Benutze den Fotomodus in deinem Camp. Ein Goldstern ist vor Kriegsnahrung. Sammle eine Wackelpuppe. Schließe ein Event ab. Zweimal schließe eine Daily Ops ab. Und über Rang 100 ein klein wenig EP. So, um das mit der Wackelpuppe abzukürzen, bin ich jetzt einfach nur mal straight zur Wendigo-Höhle gegangen, weil es sind 4 Spawnorte dort. Hab auch gleich Schwein gehabt. Perk für, naja, Wackelpuppenwahrnehmung hilft immer wieder. Jetzt kann ich auch endlich die Krabbler hier unten mal wegmachen. So. Und hier müsste sie irgendwo liegen. Da liegt sie. Kronkorkenwackelpuppe. Somit ist das erledigt. Und noch einmal Popcorn. Und dann ist es auch erledigt. Und ich sehe gerade, ich habe den Flammenwerfer vergessen. Gut. Müssen wir nochmal rausrennen. Obwohl, rausrennen? Bin doch faul. Bin doch einfach faul. Porten wir einfach. So, haben wir schon mal 2 Dailies fertig. Was düt hier? Hier hat nicht zu düten. So, denn ich brauche ja nochmal kurz ein Wäffelchen. Ja. Das Wäffelchen, das will ich haben. So. Einmal kurz nochmal nachladen und dann hopsen wir auch gleich in die Daily Ops. Wir haben heute Entschlüsselung. Deswegen habe ich mir jetzt auch die T65 ausgepackt. Erstens etwas mehr Panzerung. Bringt zwar bei den Anfangsmobs nicht, aber gegen den Boss-Mob auf jeden Fall. Und eine Stimpumpe, weil einfach ist. Und Flammenwerfer aus dem Grund, weil wir haben Eis. Da kann ich mit einer Minigun immer nicht kommen. Keine Ahnung warum, aber es gibt eine Sicherheitslücke. Verantwortlich sind Funkabfänger in eurer Nähe. Die müssen wir deaktivieren. Da gibt es jede Menge feindliche Aktivität. Unser guter Spion denkt wohl, das hält uns von den Abfängern fern. Falsch gedacht. Aber lass uns still und heimlich vorgehen. Konzentrier dich lieber unerkannt auf ein einzelnes Ziel, statt ins Wespennest zu stechen. So, wo seid ihr denn? Ich laufe hier wie ein Elefant im Porzellanladen rum. Nun kommt mal hier raus. Endlich steige ich auf. Du sollst nicht aufsteigen, du sollst zeigen, wo deine Freunde sind. Ich werde das heilige Land heiliger Ottenmann, nimm mich auf. So, ich will noch einen bitte. Martin, nein, beschütze mich! Mein Leben galt mich nur dir. Ich werde nicht. Okay, ein Gegner in der Nähe hat den benötigten Code. Ohne den können wir die Abfänge nicht deaktivieren. Unklar, wer genau es ist, aber ich würde es mit der Person versuchen, die am wichtigsten aussieht. War das nicht die? Doch. Sei verdammt Ungläubiger! Oh, wie ich Eis nicht mag. Das ist immer so langsam. Das bezahlst du mit deinem Blut! Abfänger deaktiviert. Das dürfte unseren Zuhörern nicht gefallen. Schaut noch mehr Gegner aus. Ich versuche den nächsten Code zu finden. Ein würdiger Tod. So, suchen. Ich bereue. Flammenwerfer gegen Flammenwerfer. Leider hast du einen kürzeren gezogen. Im Licht werde ich ewig leben. Ah, ist wieder oben. Heiliger Mottenmann, bezeugt! Das Licht ist ewig. Aber sowas von ewig. Ich, das ist ein Wunder. Codeträger in deiner Nähe. Ich habe nur wenige Informationen, also töte sie einfach alle. Mach nur keinen Lärm, in Ordnung.
Na, erstmal das richtige Schweinchen wenden zum Grillen. Das heilige Land. Heiliger Mottenmann. Nicht. Geh mit dem Code zum nächsten Abfänger. Aber halt die Augen auf. Die sind bestimmt schon auf 180. Naja, sollen so auf 180 sein? Zwei erledigt, bleibt noch einer. Der Rest dürfte bekannt sein. Noch ein paar dieser armen Trottel zur Strecke bringen. Na, sind wieder alle oben, oder was? Ja, hier. Meine größte Belohnung erwartet mich. Na? Wieder einer hier drin? Nö, heute nicht. Heute seid ihr alle unten. So, haben wir da noch einen? Hört sich das so an, als wenn hier einer hochgekrabbelt ist. Was sag mir jetzt nicht, dass ich jetzt gerade hier in der Daily Ops auch nochmal irgendwo eine hab. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gerade verhört. Dann hätte ich mir das Ganze sparen können mit der Wendigo-Höhle. Heiliger Mottenmann, ich folge dir. In die Ewigkeit. Der Co-Träger ist klar zu erkennen. Das heißt, der Träger ist größer und fieser als gewöhnlich. Ich empfehle, taktisch vorzugehen. Viel Glück, Team. Nein! Es ist nichts. Boah, jetzt lass mich doch mal ein klein wenig laufen hier. Ich werde nicht wanken. Ich muss stark sein. Nein! Das ist... Gute Arbeit. Ruinieren wir unserem Spion den Tag und schalten alles aus. Geh zum letzten Abfänger. Mission erfüllt. Ihr habt die Verbindung getrennt. Gut gemacht, Team. Ad Victoriam. Dodge Ende. Gut. Das war die Daily Ops. Das ging ja heute mal wieder flotz. Vampir-Superhammer. Und die Lackierung. Naja. Gut, haben wir aber das Schlimmste jetzt schon hinter uns. Wackelpuppe und Daily Ops. Der Rest ist ja wieder easy peasy. Na komm, dann gehen wir gleich mit der T60 noch gleich eine Werkstatt holen. Dann machen wir das gleich hier. So. Einmal Lieblingswerkstatt wieder mal. So wie es sich gehört. Weil nur in der Lieblingswerkstatt gibt es die Bonuspunkte. So, aber Flammenwerfer kann ich wieder wegstecken. Danke für deine Dienste, mein großer Kollege. Und ihr spawnt heute nach. Auch nicht schlimm. Das stört mich nicht. So. Leuchte schön rot. Hat er keinen Bock auf mich zuzustürmen heute? Was ist mit eurer KI los? Ja, ich wollte gerade sagen, ihr trefft heute gar nicht. Die haben heute einfach keine Lust. Man merkt's. Schon wieder ein Perk nicht richtig drin? Doch. Kommt mir gerade so wenig Damage vor. Na gut, hatten auch so gut wie keinen Schaden. So, dann kann ich ja hier schon mal Power-Rüstungswechselchen machen. Überladen bin ich ja eh. Aber wir wollten ja eigentlich noch ein bisschen als Tarnkappenbomber durch die Gegend flitzen. Und jetzt müssen wir Böden oder Wände bauen. Oh Gott, oh Gott. Na, dann bauen wir mal Böden oder Wände. Mache ich ein paar Betonböden hier hin und dann passt das.
Ne, komm. Snap an. So. Konnte ich mir gerade so leisten, die 5 Beton jeweils. Kein Problem. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier drüben... einmal kurz den Rest klein machen. Gut, das haben wir auch. Fotomodus in meinem Camp. Ja, da könnten wir doch eigentlich... ich muss da irgendwo... Sendereichweite. Ah, töte das Robohirn. Dann töten wir das Robohirn und dann müssen wir ja sowieso zu Dagea und dann kann ich auch dort Foto schießen. Machen wir es ja gleich in einem durch. So wie es sich hier hört. So, aber heute möchte ich auf jeden Fall das Level schaffen. In der Aufnahme und nicht wieder einen vorbereiteten Nutzen hier. Das heißt, wir nehmen uns hier gleich auch noch mal ein paar Schlinger mit. Ein paar Jute. So, dann stoßen wir mal zum großen, bösen, bösen Robohirn vor. Na, passt. Tee-Terror. Hm. Nee, ich habe noch Sweetwater-Tee. Bin momentan nicht drauf angewiesen. Da hatten wir sogar schon das böse Robohirn. So. Da bist du doch schon. Kuckuck. So, machen wir erstmal dich. Du bist schon kalt. Du jetzt auch. Du sowieso. Natürlich kam da jetzt nochmal eine Explosion dazwischen. Wer mag denn schon wütende Gazis? An und für sich keiner. So. Ach, da haben wir noch einen. Der ist jetzt wütend. Jetzt haben wir Verbrannte. Nee, lass ich überrennen. Können wir uns nochmal ein bisschen um was anderes kümmern? Dann kann ich ja hier jetzt einmal kurz in die Sendereichweite reintapseln. Weil die Questen haben wir ja jetzt auch wieder. Ihr schießt jetzt schon auf mich? Nee, ihr lasst ihn einfach umfallen. Unsichtbar lasst ihn umfallen. Ja gut, dann fightet doch da. Dann macht doch, was ihr wollt. Apropos, habe ich noch Orbitalschläge? Nee, habe ich nicht. Dann gehen wir uns nochmal ganz fix so 10 Stück holen und legen hier nochmal ein bisschen was Altes ab. Also das brauche ich nicht mehr. Rüstung, die hat mir auch gerade gute Dienste geleistet. Die legen wir auch weg. Ja, der Superhammer ist natürlich wieder so. Muss das sein? Ist an und für sich nur wieder was zum Schreddern. So, ich wollte mir noch Orbitalschläge. Ich wollte gerade sagen jetzt, hä? Wieso suche ich nach Munition? Ist zwar Munition für mich, aber Granaten und Waffen fürs Spiel. Ja, schon viel besser. Wenn man mal wieder ein bisschen Krach machen kann. So, komm. Geben wir erstmal jetzt die Fotos nochmal durch hier. Dann können wir auch gleich bei Wort nochmal anklopfen. Da haben wir die schlimmsten Fotos ja schon mal hinter uns. Ja, ich freue mich schon aufs Update.
Ich weiß gar nicht, auf was ich mich mehr freue. Ob Spielbrett oder ob ich mich eher auf The Pit freue. Schwierig. Eigentlich beides geil. Ich würde gerne die Auto-Axt ausprobieren wollen. Die Power-Rüstung, die hat mich schon gefixt. Und selbst wenn der Rest da auf dem Spielbrett totaler Mumpitz ist oder mir überhaupt nicht gefällt, die beiden Sachen sind schon mal top. Lohnt es sich auf jeden Fall zu erspielen. Ach, komm schon, jetzt mal hier Türchen auf, wenn ich denn hier nicht mehr mit meiner AP schaffe. So, Generator auch fotografiert. Alle hab's. Dann bitte. Belegte Route. Ah, what? Je jetzt. Schneller du die Ausrüstung besorgst, desto besser. Wir installieren das. Na ja, komm. Jetzt nimm das Ding an. Gut. Pünktvakuumröhrchen. Wollen wir das Gebiet zurückerobern? Was wir hier bauen. Was ihr hier baut, das baut ihr demnächst in White Spring auch. So. Da drin kann ich zwar keine Orbis zünden, aber schnell reinrennen und die Funkvakuumröhren holen kann man immer. So. Dann sind wir ja schon gleich wieder fast durch mit den Dailies hier. Was? So, erste Linse haben wir. Da haben wir die nächste. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, dass ich nicht in der T65 stecke und nicht noch eine zusätzliche Stimpumpe habe. Beim Durchlaufen. Man wird irgendwann richtig schön killfaul, finde ich. Mit der Zeit. Bin dran vorbeigelaufen. Hab sie woanders gesehen, wo gedacht. So. Da haben wir sie doch. So, schaffe ich es ganz fix raus? Oder eher nicht so? Na? Okay, ich schaff's. Möchte doch noch da einmal was in die Luft springen. Erstens Event, zweitens, es gehört sich einfach. Gerade auf Bogtown hat man immer die Möglichkeit, genau wie da drüben, einmal nur reinzuwerfen. Sich die Lightshow einmal anzuschauen und bäm. Und den Rest mäht man einfach nieder. Die ankommen. So, jetzt müssten noch ein paar Verbrannte da sein. Und die meistens jetzt hier hinten rum eiern. Hier hinten lohnt leider kein Orbitalschlag, weil hier hinten zu viel Deckung ist. So, und wer schießt mir hier in die Seite rein? Hä? Euch geht's, danke, wa? Ich merke schon. So, du kriegst natürlich auch noch dein Fett weg hier. Ach, Brüderchen, die ganze Zeit pennst du da hinten und jetzt willst du dich einmischen.
So, dann gib wenigstens dein Zeug her. Heute kein Kampf. Ja, heute kein Kampf. Zu einfach. Okay, gut. Das war das neunte Event. Dankeschön, Bruder. Wollte ich mich nicht so viel bewegen. Und machen wir uns hier jetzt einmal portfähig. Gut, und dann geben wir jetzt hier unten einmal noch ab. Damit wir sozusagen da nochmal ein bisschen extra EP bekommen. Dann haben wir den halben Daily-Zyklus hier schon hinter uns. So. Das sind... Ich habe... So, einmal mit Intelligenz. Und dann können wir hier... Ne? Noch eine Quest abgeben. Machen gleich das Foto danach. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir nochmal ein paar Score-Punkte gekriegt. So. Commander. Turtle ist wieder zu Hause. Perfekt. Schön, dass du hier bist. Wenn du von der Untersuchung der Signale zurückkehrst, zaubert mir das immer ein Lächeln ins Gesicht. Gut. Und mir zaubert jetzt ein Lächeln ins Gesicht, dass wir einen klitzekleinen Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.